Diese Figur und noch viele weitere könnt ihr euch jetzt bei Amazing Collectibles schnappen. Schaut doch mal rein, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Review-Zeit, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Dark Schnegge Reviews und einer weiteren genialen Hot Toys Figuren Review. Heute habe ich für euch die Hot Toys exklusive Figur des Ghost Riders aus Agents of S.H.I.E.L.D. Den musste ich mir unbedingt zulegen, weil ich finde diesen Rider in Agents of S.H.I.E.L.D. einfach so unglaublich böse und verdammt gut gemacht. Und als Figur dem im Regal stehen zu haben, das ist, denke ich mal, schon das ein oder andere Highlight für einen Sammler wie mich. Und daher, ja, habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. An dieser Stelle natürlich auch ein großes Dankeschön am Amazing Collectibles. Und der Rider ist jetzt bei mir. Ich habe ihn jetzt schon ungefähr ein bis zwei Wochen ungefähr hier und bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Ihr seht schon, die Verpackung selbst ist wirklich komplett in Dunkel gehalten. Eigentlich in Schwarz-Weiß, nur die Flammen des Riders sind halt in Orange gehalten, was hier sehr genial aussieht. Ihr seht hier vorne drauf schon den Ghost Rider selbst, ne? Der Flammenschädel, das sieht sehr nice aus. Schön stilisiert mit den böse guckenden Augen. Das gefällt mir sehr. Kurze Info, falls einige Leute unter euch jetzt diesen Ghost Rider nicht kennen sollten. Das ist nicht Johnny Blaze, ne? Den ihr vielleicht auch aus den mittelmäßigen Filmen kennt. Das ist dieser Rider nicht. Dieser Ghost Rider ist Robbie Reyes, der wurde von Johnny Blaze auserkoren bei Agents of S.H.I.E.L.D. und wurde halt zum, ja, zu einem neuen Rider gemacht. Die Geschichte dazu müsst ihr euch bei Agents of S.H.I.E.L.D. mal angucken. Wie gesagt, das ist, glaube ich, die vierte Staffel. Die vierte Staffel lebt durch diesen Ghost Rider. Guckt da unbedingt rein, wenn die im deutschen Fernsehen läuft. Ihr werdet da nicht enttäuscht sein. Ich fand ihn einfach super genial. Ihr seht auch hier unten, dass dieser Ghost Rider kein Motorrad besitzt, so wie Johnny Blaze. Nein, Robbie Reyes fährt ein Auto. Und zwar ein richtig cooles Auto, wo natürlich dann auch die Flammen rausbrennen. Ne? Das sieht wirklich auch super genial aus. In der Serie, die erste Szene, wo dann halt der Wagen überhaupt zu sehen ist, ohne dass man den Rider erkennt, seht ihr auch diese Flammen überall rausschießen und alles. Und es wirkt in der Serie doch wirklich sehr bedrohlich und absolut cool gemacht. Dann haben wir hier natürlich noch so ein paar Ketten, denn auch dieser Ghost Rider benutzt Ketten, ne? Die er dann auch unter Feuer setzen kann, womit er dann halt seine Gegner halt bezwingen kann. Das finde ich ganz stark. Na, und ansonsten sehen wir da natürlich hier noch, dass es sich hier um eine andere Nummer handelt. Es ist nämlich keine MMS, sondern eine TMS 005. Ich denke mal, das T steht für Toy Fair, weil das hier eine Exklusivfigur ist. Ich glaube, von der Toy Fair 2017. Daher denke ich mal die andere Nummerierung. Und ansonsten sehen wir hier natürlich noch Ghost Rider, was schön erhaben ist, Agents of S.H.I.E.L.D. und dann hier dieses schöne kleine Stickerchen mit Hot Toys exklusiv. Das ist meine erste eigene Hot Toys Exklusivfigur und ich bin wirklich sehr froh, dass ich ihn in meiner Sammlung habe. Sonst ist auf der Verpackung eigentlich nicht mehr viel zu sehen. Ihr seht hier nochmal so ein bisschen Flammen in Schwarz gehalten und das Agents of S.H.I.E.L.D. Logo, das S.H.I.E.L.D. Logo selbst, ne, plus Ghost Rider. Und auf der Rückseite die Credits plus einen kleinen Hologrammsticker hier von Marvel. Ansonsten kann ich euch in der Verpackung nicht großartig mehr zeigen. Sie ist in einem Schuber, das heißt, ihr schiebt das hoch und habt noch ein Window. Aber ich würde sagen, das ist relativ uninteressant. Lasst ihn uns endlich angucken, den Robbie Reyes Ghost Rider. Und da haben wir ihn, den Ghost Rider, aus seiner Verpackung befreit. Und wow, Leute. Also wer den ersten Ghost Rider von Hot Toys hat, den Johnny Blaze, der wird auch mit dem hier sehr zufrieden sein. Auch wenn der erste natürlich noch um einiges cooler war, weil er sein Bike mit dabei hatte. Aber jetzt hier sein Auto mit dabei zu packen, wäre natürlich, ich glaube, extremst teuer. Daher würde ich sagen, so wie er jetzt hier steht, so sieht er einfach super genial aus. Und so sieht er auch wirklich in der Serie aus. Ich finde, er ist supermäßig gelungen. Ne? Es ist eine sehr minimalistische Figur. Es ist nicht wirklich viel dabei. Aber rein von der Optik her, muss ich sagen, ist dieser Ghost Rider einfach grandios. Ich finde den ganz, ganz toll. Und auf den Promobildern sah er schon ganz cool aus. Ne? Aber hier jetzt so als Figur, da ist der wirklich ein böses Ding. Wirklich. Ne? Also wenn der im Regal steht bei euch oder in der Detolf oder wo auch immer ihr eure Sammlung halt displayt, der sticht hervor, allein schon durch diesen Flammenkopf, der hier wirklich ganz toll umgesetzt ist und wirklich so ein bisschen, ja, die Andeutung aus der Serie halt gut rüberbringt. Der Flammenschädel selbst sieht natürlich wirklich ganz toll aus. Ne? Ich finde das wieder ganz genial gemacht von Hot Toys. Ihr seht das sogar schon im Video, wie das hier leuchtet.
Das ist alles durchsichtiges Kunststoff, was hier drauf ist. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, da hier die ganzen einzelnen Flammenspitzen, gerade hier oben dann, doch sehr pieksig sind. Ne? Und da könnt ihr schnell mal was abbrechen, also passt da ein bisschen auf. Was ich generell grandios finde, ist, dass wir hier Farbgebung haben von Gelb bis hin zu Orange und dann wirklich einen ganz dunklen Orange hier im Halsbereich. Ne? Und dass auch hier gerade vorne beim Flammenschädel, so wie es auch halt in der Serie ist, die Flammen hier oben so ein bisschen in Linien noch aus dem Schädel rausbrechen. Das hat, denke ich mal, Hot Toys hier schon wirklich ganz, ganz gut umgesetzt. Und ihr könnt auch erkennen, es sind Augen drin. Natürlich sind hier die Augen drin, was wirklich auch sehr, sehr stark aussieht. Was mir auch gefällt, ist die Farbe des Schädels selbst. Ihr seht, der Schädel ist nicht nur einfach weiß, er hat so ein bisschen Schwarztöne, ein bisschen Grautöne dran. Und schaut ihn auch einfach an, das ist der Ghost Rider. Auf jeden Fall ist das hier Robbie Reyes. Der sieht einfach echt super aus. Bewegungspunkte technisch können wir auch hier den Kiefer bewegen. Das haben einige auch schon mal vorab gefragt. Der lässt sich bewegen. Ihr könnt ihn halt auf und zu machen, das geht. Natürlich jetzt nicht die abgrundtief große Beweglichkeit, aber der Kopf geht natürlich auf. Ne? Ihr könnt da wirklich so eine kleine schreiende Pose mit raushauen, ne? Obwohl auch so finde ich ihn gar nicht schlecht, wenn der Kopf sozusagen, nur der Mund sozusagen geschlossen ist. Wirklich ganz toll gemacht. Ne? Also detailtechnisch bin ich auch sehr beeindruckt. Diese ganzen feinen Zähne, die er hat, die sind super gut ausgearbeitet. Also der Schädel hat schon wirklich was. Ne? Und ja, natürlich ist es ein Ghost Rider, eine Ghost Rider Figur von Hot Toys. Was muss dazu? Richtig, die Beleuchtung. Die ist hier im Nackenbereich eingebaut. Dafür müsst ihr den Kopf erstmal entfernen. Zeige ich euch jetzt mal kurz, ein bisschen grob. Da ist das ganze Stück, ne, was ihr hier benutzt zur Beleuchtung. Wir haben hier im Halsbereich noch ein sozusagen kleines Neckpiece aus Flammen. Das könnt ihr auch erstmal abmachen, denn ihr müsst an diesen Part hier ran. An dieses rote Ding hier. Und da seht ihr schon, da befindet sich dann das Batteriefach. Ihr könnt das aber abziehen, ganz normal wie einen normalen Kopf. Das geht. Und da müsst ihr da halt nur die Batterien reinpacken. Und hier ist der On-Off-Switch. Und wenn ihr diesen On-Off-Switch denn jetzt betätigt, auch da wieder vorsichtig, das ist wieder ein ganz kleiner, feiner Pack. Na, wenn ihr den betätigt, dann seht ihr schon, dass hier oben das Ganze anfängt zu leuchten. Und das sieht natürlich jetzt schon sehr hell aus. Aber wenn ihr dann den Rider halt wieder zusammenbaut, den Kopf, dann habt ihr wirklich einen super Effekt. Und der kann sich meiner Ansicht nach nun wirklich sehen lassen, denn der gesamte Kopf wird hier beleuchtet. Und auch natürlich ganz wichtig, die Augeninneren. Die Augen werden beleuchtet und schaut mal, wow. Der guckt so böse. Und egal in welche Richtung ihr dann geht, die Augen gehen irgendwie mit und er guckt euch immer irgendwie an. Ich finde, das haben die ganz, ganz toll gelöst. Dadurch, dass auch die Augenhöhlen innen drin in schwarz gehalten sind, leuchten die Augen natürlich jetzt ganz, ganz fies und er guckt euch einfach immer an. Und das ist der Ghost Rider. Ich finde das generell super cool, dass der Schädel von dem Robbie Reyes Ghost Rider wirklich generell schon so einen bösen Blick hat. Ne? Bei Johnny Blaze ist es ja einfach nur ein normaler Totenkopf. Aber er hier kann, glaube ich, sogar in der Serie so ein bisschen halt noch Mimik zeigen im Gesicht. Und das finde ich cool gemacht. Und das haben die hier in der Figur wirklich sehr gut umgesetzt. Also ihr seht, die Beleuchtungsfunktion hier an dem Schädel, die lohnt sich auf jeden Fall. Die ist sehr, sehr cool. Ja, macht euch da einfach selber einen Eindruck von, wenn ihr euch vielleicht dazu entscheidet, den Ghost Rider zu kaufen, wenn ihr noch rankommt. Aber glaubt mir, ihr werdet da nicht enttäuscht sein. Was eine geniale Beleuchtung mit diesem genialen Flammenschädel. Aber ne, der Flammenschädel ist noch natürlich nicht alles. Wir gucken uns jetzt aber nochmal den Rest der Figur an. Ikonisch für Robbie Reyes ist seine Lederjacke. Diese Lederjacke wurde meiner Ansicht nach bei Agents of S.H.I.E.L.D. 1:1 aus den Comics übersetzt. Ich blende euch das jetzt mal eben rechts ein. Das ist der Rider aus den Comics. Da könnt ihr aber auch erkennen, dass der Schädel da ein bisschen anders aussieht. Na, und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass man bei Agents of S.H.I.E.L.D. wieder eine normale Schädelform genommen hat und nicht so ein abgespacedes Design. Aber ihr seht, die Jacke ist wirklich 1:1 übernommen mit diesem Weiß-Part hier vorne dran. Na, und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wenn wir da jetzt mal ein bisschen näher gehen, könnt ihr auch erkennen, dass hier natürlich alles wieder so ein bisschen auf dreckig gemacht wurde. Na, die ist natürlich schon ein bisschen benutzt worden und ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Die Jacke selbst hat ein schönes Tailoring. Ihr könnt auch erkennen, so ein paar kleinere Details halt. Die ganzen verschiedenen Absetzungen, die ganzen Nähte und alles hier, das sieht wirklich sehr gut aus. Wir haben hier vorne am Nackenbereich doppelte Knöpfe irgendwie. Ne? Also ihr könnt hier diesen Nackenpart auch öffnen, wenn ihr möchtet. Rate ich euch jetzt aber nicht dazu. Lasst ihn einfach so, wie er ist. Ihr habt auch die Möglichkeit, diesen Reißverschluss hier zu öffnen, der auch wieder sehr fein ist. Das geht. Ich will es jetzt aber ehrlich gesagt nicht riskieren, weil das ist für mich wieder einer dieser kleinen Parts, die ganz schnell mal abgehen könnten. Da würdet ihr euch ärgern. Also lasst es lieber. Ne? Sonst wird er böse auf euch. Macht es nicht. Wie gesagt, die Jacke auch hinten detailtechnisch eine ganz normale Lederjacke halt. Ne? Mit ein paar coolen kleinen Details hier auch mit so ein paar Schnallen hier, ne, die auch, glaube ich, sogar aus Metall gemacht sind. Das sieht wirklich gut aus. Ne? Schönes Kunstleder, toll verarbeitet, muss ich sagen. Die Nähte passen hier alle meiner Ansicht nach perfekt.
Da braucht man sich, denke ich mal, soweit nicht beschweren. Dann, wir haben natürlich austauschbare Hände bei Robbie dabei. Unter anderem dann halt diese Pointy Hand hier. Diese Hände haben alle diese Handschuhe. Na, ich zeige euch das mal auf der anderen Seite. Hier, diese Handschuhe sind halt komplett mit dabei. Auch bei den austauschbaren Händen gibt es keine, die ohne die Handschuhe auskommen. Na, ganz normale Handschuhe halt, die hier auch so mit einem kleinen Silberknopf versehen sind. Sieht ganz cool aus. Ne? Das hat auf jeden Fall was. Sieht nice aus. Und ansonsten trägt der gute Ghost Rider hier eine Jeanshose. Eine bläuliche, dunkelblaue Jeanshose, die ein relativ dünnes Material ist. Ne? Also es geht auf jeden Fall, es fühlt sich sehr wertig an, es ist auch wieder gut vernäht, aber wirklich sehr minimalistische Jeanshose. Ne? Ihr seht das hier auf der Rückseite, habt ihr dann natürlich noch die Hosentaschen. Das war es dann aber auch soweit. Ne? Ich zeige mal kurz, komme ich hier höher. Ich weiß gar nicht, ein Gürtel oder sowas hat da nämlich gar nicht drunter. Na, ihr seht das hier, da ist dann einfach nur die Hose stinknormal mit Klettverschluss zugemacht und darunter erkenne ich irgendwas Rotes. Wie gesagt, ich will jetzt irgendwie nicht den Rider auseinanderziehen, aber ich glaube, er hat darunter noch so eine Art rotes Shirt an. Aber wie gesagt, ich lasse die Lederjacke drüber, weil das dann wieder zusammenzufriemeln, da ärgere ich mich nur, wenn da was passiert. Daher bleibt das so. Ne? Also eine normale Jeanshose und dann auch ganz typisch, wo dann auch immer so einige sagen, kleiner Stilbruch irgendwie, aber diese Sneaker, diese Schuhe, die ihr anhat hier mit den weißen Sohlen, ja, das macht halt Robbie Reyes irgendwie aus, das passt aber auch irgendwie alles zusammen. Gerade mit dem Weiß der Lederjacke haben wir dann hier halt diese weißen Schuhe. Die sind nur aus einem Solid Piece, das heißt, hier ist auch nichts irgendwie noch mit extra Schnürung wirklich aus Stoff oder so. Nein, die sind aus Kunststoff gefertigt, ganz minimal und darunter halt dann noch so ein bisschen, ja, Profil unter den Sohlen und die Schuhe selbst natürlich auch noch so ein bisschen auf dreckig gemacht. Na, sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Mehr ist so gesehen an dem Robbie Reyes Ghost Rider gar nicht mehr dran. Das ist es eigentlich schon. Ne? Mehr ist wirklich nicht zu sehen an Details. Die Figur lebt jetzt halt allein durch diesen coolen Kopf und natürlich noch den kleinen Zubehörteilen, die mit dabei sind, die diesen Ghost Rider einfach nochmal zu einem coolen Displaypiece machen. Wie auf der Verpackung auch schon zu sehen waren, müssen natürlich Ketten mit dabei sein. Und wir haben jetzt hier eine richtig schöne, wirklich aus Metall bestehende Kette, die ihr dann den guten Robbie hier irgendwie ja um die Arme packen könnt, damit ihr ein paar coole Actionposen raushauen könnt. Die ist ganz schön lang und ja, die hat auch ein schönes Gewicht, das passt schon mal sehr. Und allein so eine kleine Kette, seht, was eine kleine Kette allein bei dieser Ghost Rider Figur schon ausmacht. Da könnt ihr schon was Cooles mitmachen. Aber ich persönlich packe diese Kette lieber immer recht serienakkurat hier so um seine Schulter rum, ne? Also so ein bisschen rumgeschlungen. Das geht schon, ne? Das könnt ihr machen. Es gibt auch so ein paar kleine Tipps, vielleicht so kleine Magneten, wenn ihr irgendwo was über habt, damit ihr die Kette hier hinten halt so ein bisschen mehr befestigt. Wie gesagt, ich habe sie jetzt einfach nur rumgewickelt, aber das ist halt für mich so der Look des Riders, was mir einfach gefällt. Denn diese Kette, denke ich mal, werden die meisten genauso, wie ich es jetzt mache, hier halt um den Rider rumpacken. Wir haben nämlich noch eine weitere Kette mit dabei, die meiner Ansicht nach um einiges cooler ist, leider aber nicht aus Metall besteht. Diese aus Kunststoff angefertigte Kette soll dann eher so diesen glühenden Flammeneffekt haben und ich finde, das sieht um einiges cooler aus. Packt die Metallkette hinten runter, ne? Also hier hinten an Robbie ran und dann nehmt diese coole Flammenkette. Wie gesagt, nur aus Kunststoff. Ihr könnt sie hier so ein bisschen um die Arme, um die Hände wickeln, das sieht richtig nice aus und ihr könnt auch erkennen, ich habe hier unten noch so einen kleinen Flammeneffekt am Start. Den habe ich damit rangehängt, der ist extra für diese Kette gemacht. Finde ich auch gar nicht schlecht, ist natürlich auch aus dem gleichen Material wie der Kopf selbst gemacht. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur bei meiner Version so war. Ich hätte mir gewünscht, dass hier so ein kleiner Haken vielleicht dran gewesen wäre. Denn wir haben hier nur ein unterteiltes kleines Kunststoffkettenglied, was ihr dann hier oben einfügen müsst. Ne? Das ihr, müsst ihr so ein bisschen auseinanderbiegen und wenn ihr da zu doll biegt, könnte sein, dass euch da was wegbricht. Also hier rate ich wirklich äußerst zur Vorsicht. Na, wie gesagt, kein Haken oder sowas mit dabei. Aber das funktioniert schon. Ne? Seid vorsichtig mit eurem Robbie Reyes und dann habt ihr da keinerlei Schwierigkeiten. Und das sieht einfach verdammt cool aus. Und diese Flammeneffekte, ja, da habt ihr noch ein paar mehr von in der Box. Und die zeige ich euch jetzt mal. Da könnt ihr nämlich auch noch ein paar coole, ja, Posen mit raushauen mit dem Rider. Wie er vielleicht so ein paar Flammenbälle auf seine Gegner wirft im Kampf. Ich denke mal, da wird der ein oder andere sich schon was Cooles mit einfallen lassen. Und so ungefähr könnte dann eine Variation aussehen. Und das sieht wirklich sehr cool aus. Ihr müsst dann natürlich immer ein bisschen darauf achten, wie ihr dann diesen Flammeneffekt anbringt. Aber keine Sorge, da ist natürlich eine Anleitung bei, die das Ganze erklärt. Und dann habt ihr hier so ein paar schöne Variationen. In diesem Fall habe ich jetzt mal hier auf die Hand halt eine Flamme gepackt, wo er sozusagen reingreift und dieser Effekt sich um sein Handgelenk rumwickelt. Das sieht schon mal sehr, sehr stark aus. Ne? Das gefällt mir richtig gut. Aber auch hier seine kleine Variation.
Vorwarnung ausgesprochen. Hier gibt es nämlich einen kleinen Knackpunkt an der Ecke. Und zwar hier unten in diesem Bereich, hier wo mein Finger jetzt ist. Wenn ihr da zu sehr biegt, kann es sein, dass es knackst. Ne? Also passt da vorsichtig auf. Ne? Aber ansonsten denke ich mal, wird das alles sehr cool aussehen, wenn ihr das dann hinkriegt. Und auf der anderen Seite haben wir dann wirklich diesen von mir angesprochenen Flammenball, den er wirklich in seiner Hand hält. Der hält ihn wirklich fest. Ne, diesen Effekt könnt ihr auf beiden Seiten haben. Ne? Also er grabbelt da wirklich rein. Wo habe ich denn den anderen für die andere Hand? Hier ist er nochmal. Ihr seht, dass hier so leichte Markierungen eingesetzt wurden. Ne? Hier zum Beispiel, wo die Finger dann reingehören. Und hier in diesem Part halt der Daumen. Das ist jetzt zum Beispiel das Gegenstück, was auf die Seite noch gehört. Also wir haben diese drei Flammeneffekte mit dabei. Plus die Flammenketten selbst. Und ich würde mal sagen, das sieht cool aus. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und macht diesen Ghost Rider wirklich zu einem... ja, fiesen Biest, muss ich euch gestehen, und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Aber mehr ist so gesehen auch nicht mit dabei, außer natürlich sein Agents of S.H.I.E.L.D. Ghost Rider Stand, der sehr minimalistisch daherkommt und erinnert mich ganz stark an einen Star Wars Stand von Hot Toys, na, von der neueren halt, von den Rogue One, glaube ich. Ja, ganz minimalistisch vorne drauf mit Ghost Rider und dann hier das Agents of S.H.I.E.L.D. Logo, was natürlich schön in Glossy gehalten ist, mit einer normalen Crouch-Gabel. Jetzt allerdings, auch wenn sie jetzt sehr minimalistisch rüberkommt, die kleine Base hier, haben wir trotz alledem noch ein paar andere kleine Feuereffekte, die wir, wenn der gute Robbie da drauf steht, mit extra dazu packen können. Unter anderem jetzt mal hier so ein Flammeneffekt ist da noch mit dabei. Das könnt ihr dann halt, wie ihr möchtet, hier raufstellen. Leider nur raufstellen, mehr ist das nicht. Aber ihr seht schon, hier sind so ein paar Effekte, die ihr dann auch halt auf die Base raufpacken könnt. Hier ist auch noch so ein kleiner. Irgendwie, wie ihr möchtet. Ne? Ihr könnt das natürlich nach Vorgabe machen oder ihr packt das wirklich so hin, wie es gerade euch irgendwie passt. So ein paar kleine Flammeneffekte hier um die Füße rum oder sowas. Ne? Und das sieht dann halt zusammen mit den ganzen anderen Flammen, die ihr dann halt mit dabei hat, die ihr gerade in der Hand hält, oder der Flammenkette wirklich sehr, sehr stark aus. Und wie gesagt, ihr könnt da variieren, aber das Ganze wird halt nur darauf gestellt und ist natürlich auch aus dem gleichen Kunststoff gefertigt wie der Kopf und die anderen Flammen, die ich euch schon zuvor gezeigt habe. Mehr Zubehör habt ihr dann aber auch nicht. Das war's. Das ist alles, was beim Ghost Rider dabei ist. Und das heißt für uns, wir gehen zum Punkt der Beweglichkeit über. Ja, die möchte ich euch noch gerne zeigen. Ich zeige euch als erstes mal den Kopf. Der sitzt natürlich, ihr habt es ja gesehen, auf einem ganz langen Balljoint. Na, da könnt ihr den Kopf ganz gut bewegen, auch nach links und rechts. Ihr müsst hier ein bisschen aufpassen, denn wir haben ja hier dieses Stück, was wir mit eingesetzt haben, dieses Nackenpiece. Ne? Das könnt ihr einigermaßen so hinbiegen, dass es hier wirklich passend ist. Na, aber ihr habt es natürlich auch unterteilt, sodass hier der Kopf noch weiter beweglich ist. Na, also müsst ihr da ein bisschen aufpassen, nicht, dass ihr hier irgendwie durch eine doofe Bewegung eine kleine Kante oder so abbrecht oder löst. Ich weiß es nicht. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten kann aber der gute Ghost Rider eigentlich ganz cool nach unten gucken. Das geht. Und auch nach hinten der Blick ist gar nicht schlecht. Ne? Das geht auch alles ganz gut. Das funktioniert soweit. Die Schultern selbst, da wir ja natürlich die nette Lederjacke nicht abmachen, können wir so weit nach oben packen. Ihr seht das. Ne? Also das geht wirklich sehr, sehr gut. Das funktioniert. Darunter tippe ich mal ganz stark drauf, befindet sich ein Standard Hot Toys Körper. Also ich denke mal, da ist die Beweglichkeit selbst erklärend. Ne? Die Arme so weit nach vorne, das geht ganz gut. So weit nach hinten. Ihr seht auch, die Lederjacke macht das alles ganz gut mit. Wir haben hier oben einen Bizeps-Swivel am Start. Wir haben die doppelten Ellbogengelenke am Start, damit er auch noch so ein bisschen hier diesen bösen Rage-Modus machen kann. Nicht diesen Modus, diesen Modus. Das sieht wirklich sehr cool aus. Ne? Dann natürlich die Hände auf den Hot Toys-typischen Gelenken. Das muss ich euch auch nicht weiter erklären. Das kennt ihr alles. Bicep, Swivel etc. Wie gesagt, dann haben wir einen Ab Crunch am Start, der sehr gut ist. Er geht wirklich sehr weit nach unten und auch wirklich sehr weit nach hinten. Ein kleines Klacken, aber keine Sorge, das ist der Körper selbst. Die Hüftbeweglichkeit ist am Start, das funktioniert sehr gut. Der Split ist auch sehr interessant, da die Jeans relativ gutes Material hat, geht er auch ganz gut mit. Da auch keine Schwierigkeiten. Oberschenkelbeweglichkeit, doppelte Kniegelenke, alles mit dabei. Und die Stiefel, die Schuhe, das sind keine Stiefel, die ihr hier habt, die sitzen auch auf Kugelgelenken, auf Balljoints. Da könnt ihr auch ganz tolle Beweglichkeit raushauen. Und sie sind relativ steif, also da denke ich mal, wird auch nicht irgendwie umkippen, wenn ihr ihn vielleicht ohne euren Stand halt dahin packt. Ja, das ist die Beweglichkeit. Und ich würde sagen, die ist wirklich sehr gut. Da kann man nicht meckern, da bin ich sehr zufrieden mit. Der Rider hat es einfach drauf und er sieht einfach unglaublich gut aus. Tja, und das war auch schon wieder alles, was ich euch zu dieser Figur zeigen kann. Also ich denke mal, eine Kaufentscheidung müsst ihr für euch selbst wissen. Er ist nicht gerade billig, aber als Toy Fair oder als Hot Toys Exklusivfigur ist es verständlich, dass er ein bisschen teurer ist, denn er hat nur eine geringere Stückzahl als die ganzen anderen Hot Toys Figuren. Ich bin glücklich,
glücklich, dass ich ihn habe. Ich bin froh, dass ich ihn kriegen durfte und hier auch vorstellen durfte. Das ist meiner für meine persönliche Sammlung und ich finde ihn einfach super genial. Und ja, ihr müsst für euch selbst entscheiden. Wie immer könnt ihr mir das natürlich auch unten in den Kommentaren mal mitteilen. Findet ihr diesen Rider genial? Gefällt er euch? Habt ihr vielleicht schon Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 4 gesehen? Und was haltet ihr von Robbie Reyes? Wie gesagt, lasst uns diskutieren unten in die Kommentarfunktion rein. Und ich würde sagen, ich bin raus. Wie immer, vergesst mir natürlich nicht, wenn ihr noch nicht habt, das kleine Glöckchen zu drücken, damit ihr auch keine weitere Review mehr verpasst. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denne dann und reingehauen.